Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Und was ist denn, Mathilde? Ich habe auch den mittleren Sattel abgebrochen. Du? Kannst du mir auch noch einen machen? Nein. Weil du ihn abgebrochen hast, nein. Bitte, bitte? Ja, ich baue gerade einen. So. Danke. Heute ist mal wieder Sklavenkloppen angesagt. Aber vorher gucken wir uns mal die Pferde an. Ja, Pferde gucken, Pferde gucken, Pferde gucken. Aber du hast doch schon ein Pferd genommen. Du weißt doch, welche Pferde da drin sind, oder nicht? Nein, eben nicht. Ach, da ist ja nur eins drin. Da können wir immer nur eins reinpacken. Ah, da ist ein Pferd drin. Es ist ein weißes Pferd. Och, ich will kein weißes Pferd. Dann muss ich es aber erstmal nehmen, weil es nicht fertig ist. Ja, und ich sehe gerade, das hat alle Pflanzen aufgefuttert. Ja, aber ganz schön hungrig, das Pferd. Dann müssen wir nochmal Asuras Ruhm holen, bevor wir das nächste Pferd da reinpacken. Und es kommt ein Sandsturm, zumindest sieht es bei mir so aus. Jo, bei mir auch. Ach scheiße, ich habe hier noch keine Treppen gebaut. Verdammt. Hm. Ich lasse es bei Pferd. Muss ich noch bewähren? Ja, ich überlege noch. Also dein Sattel ist noch eine Mache. Okay. Ja, ich nehme hier Utrid mit. Der hat auch schon seinen Klopper bekommen. Oh, ich glaube, ich ziehe mir was anderes an. Ja, da wird es kalt sein, ne? Da wird es etwas frischer sein, ja. Genau. Dann alle mal weggucken. Mathilde zieht sich jetzt aus. So, ich. So, jetzt bin ich wieder angezogen, jetzt dürft ihr wieder gucken. Ich wäre auch soweit, wo bist du? Ich habe mich gerade angezogen, das heißt, ich bin im Schlafzimmer gewesen. Du gehst echt zum Anziehen ins Schlafzimmer? Ja, meine Klamotten sind da oben. Ach so. Und ich muss auch den Schlachtrosssattel nehmen, den mittleren. Der müsste mittlerweile fertig sein, oder? Ja, der ist jetzt fertig. Und den kriegt jetzt mein Hottie. Oh, das Pferd hat noch zwei Kisten. Wir hätten vorher im Offscreen mal gucken sollen, ob das Pferd noch beladen ist. Ja, hätten wir. Haben wir aber nicht. Ach nein, nein, folgt mir ja gar nicht. Oh, muss ich nochmal holen. Böser nein, nein. Oh, ist so tief. So, Utrid behält erst nochmal das Schwert in der Hand, weil wir werden ja in etwas feindlicherem Gebiet spawnen. Stimmt. Gute Idee. Nein, nein. Ach, das ist doch gar kein weißes Pferd, das ist doch ein edles graues. Sieht doch ganz cool aus. Das ist ein Apfelschimmel. Kannst du ihn ein kleiner Onkel nennen? Weiß ich nicht. Zu kleiner Onkel. Wieso nicht kleiner Onkel? Sag bloß, du weißt nicht, wessen Pferd kleiner Onkel ist. Nein, weiß ich gerade nicht. Ich sag es ihm mal nicht, klärt ihn bitte mal auf. Wollen wir mal weiter? Ja, deine Begleiter sind im Weg. Dann komm rein. Ups. Ach ja, wir sollten unbedingt dann denken, dass wir die Pferdchen an einer irgendwie halbwegs sicheren Stelle absetzen. Ja, und nicht durch Lava laufen lassen. Zum Beispiel. Oder da, wo sie von Knochengesellen zermöbelt werden. What? Oh, ich hab eine gute sichere Stelle für unsere Hotte. Ist gleich hier vorne oder was? Genau, hier ist so ein Steinkreis in der Mitte.
Ach, dein Pferd ist jetzt weg. Da ist ein netter Mensch. Und da können wir die Pferde absetzen. Ach, das Wasser ist ja gar nicht tief. Nein. Die Leibeigene sind hier nicht zulässig. Willst du mich verarschen? Ah, hier. Warte, Hü, kommst du mal? Das kommt schon noch. Da ist es doch. Ah, jetzt habe ich Stein aufgesammelt. Du könntest es natürlich auch einfach Hottehü nennen. Ja. Hätte auch was für sich. Ja. Ja. Mal gucken. Die müssten doch eigentlich da beim Totenkopf sein, ne? Personal, genau. Ach, du hast ein Personal. Ich habe da einen Totenkopf gemacht und Personal eingeschrieben. Ja, klar. Damit ich die immer wieder finde. War nicht schlecht. Oh, du rennst ja, du hast es ja eilig. Was wollen wir? Was brauchen wir? Was haben wir? Also wir können Bogenschützen gebrauchen. Rüstungsmacher Stufe 3 haben wir von denen schon, oder? Ja. Hä? Was? Wo? Ah, da oben! Hier ist Gemmittel. Aber nur Stufe 3. Was zickst du denn da oben an? Um? Ja, du siehst doch schon mal... Rüstungsmacher brauchen wir nicht. Was bist du für einer? Ein Unterhalter. Ah, warte, ich kann ja gleich Herzen sammeln. Aber warte, bevor du weiter rennst, gebe ich hier meinem Typen noch einen Knüppel. Ja, warte, das muss ich auch gleich machen. Zu spät. Oh, der hat Gold. Oh, ich werde angegriffen. Komm, nein, nein, bevor sie alle tot machst. Sei ein braver, nein, nein, komm mal her. Oh, jetzt kämpft er auch noch. Komm mal her, Junge. Kommst du mal? Nein, nein. Alter, Utrid. Bei Fuß. Kommst du her? Utrid, was machst du kommst denn da du schon her? Wieder? Mach Sitz. Kriegst ein Stückchen Fleisch. Mach Sitz. Na, mach da nicht. Schade. Oh, jetzt hat er sein Schwert... Nee, ich hab's geklaut, okay. Willst du auch ein paar... Ach, Ernte jetzt haben? Hat er den Bogenschützen ohnmächtig gekloppt. Jetzt ist er tot. Also wie gesagt, hier Bogenschütze kann man auch gebrauchen. Ja, aber der war Level 1. Nee, kann man nicht gebrauchen. Sag ich doch. So, was bist du denn da für einer da oben auf deiner... Mal zielen und schießen. Oder? Ach, Level 1. Oder man kloppt ihn einfach an. Oh, aus dem Häuschen kommen ganz viele. Gucken wir mal den ersten an. Wer bist du? Schmelzer 1. Rüstungsmacher 1. So. Wer schießt denn da? Nein, nein, rennt schon mal vor. Ah, ist Level 1. Ja, aber... Warum sind hier alles Level 1, Leute? Your death will be
mean unless it's your wife. Ach, der ist K.O. Ach, doof. Ist hier noch jemand drin? Hallo? Sind ja alle bewusstlos hier. Kämpfer 2, Kämpfer 1. Oh, die sind gut, die kann man immer gebrauchen. Ein paar Kerzen, ein paar Eisenbarren. Auch Eisenbarren kann man immer gebrauchen. Und Kerzen auch. Ich weiß, du stehst auf Kerzen. Ich habe schon halt 10 Eisenbarren und 19 Stahlbarren. Das lohnt hier richtig. Du bist ja schon, du bist ja unser kleiner Romantiker, ne? Ja. Tempelromantiker. Ein Tempel braucht viele Kerzen. Ja, es ist ja schon wieder so dunkel. Was bist du? Gerber. Ja, brauchen wir nicht. Hm. Aber hier gab's noch ein bisschen mehr, oder? Eigentlich. Achso, ich habe ja auch eine Fackel, glaube ich, irgendwo. Hm. Ich glaube, die waren echt alle da hier um dieses eine Ding rum. Also ein paar hüpfen hier, glaube ich, so noch rum, aber... Oh, hier ist ein Bogenschütze Level 2. Ja, nee, Level 2 will ich auch nicht. Hier saß der einfach so rum und dem war egal, was seine Kumpels da drin für Todesqualen leiden. Das ist die Leiche auch runtergefallen. Nee, das ist keine Leiche, der ist ohnmächtig. Hier ist noch ein Häuschen. Vielleicht gibt's hier noch was. Hallo, wir brauchen Personal. Möchte jemand bei uns arbeiten? Wir haben Personalmangel. Oh, der ist hart. Der hat irgendwas Cooles. Der ist auch wer. Oh, ein Kämpfer Nummer 3. Ja, der ist hier leider Kämpfer 2. Das ist tödlich. Beziehungsweise ich nehme ihn erstmal mit. Also, wenn wir uns hier umgeguckt haben. Vielleicht ist hier ja doch irgendwo einer für dich. Dass wir nicht mit nur einem Mitarbeiter. Hä? Was denn? Ich hab hier doch gerade irgendwo eine Tussi gehört. Was ist denn? Tussi! Hallo? Tussilein? Ich hab dich doch gerade gehört. Ich habe Kampfmusik. Hallo. Hier. Am Rand. Chimärischer Priester. 2. Hm. Kann man gebrauchen? Keine Ahnung. Was ist seine Religion? Keine Ahnung. Die beten noch Krom an oder sowas. Na, Krom bringt einem eigentlich nichts. Nee. Hat der einen Tempel? Nein. Was? Oh, jetzt ist hier runtergefallen. Guck hinterher. Ja. Mal einfach mal mitnehmen? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Wir können dann zurückreiten und dann würde ich sagen, kommen wir nochmal her. So? Wir brauchen mehrere Mitarbeiter. Hallo, wo bist du, Priester? Hä, wo ist sie hin? Die nicht runterplumpst? Die ist weg. Die ist weg, die kann auch nicht einfach weg sein. Die ist in den Boden geglitscht oder im Wasser ertrunken, keine Ahnung. Sowas liebe ich ja. Bin extra runtergesprungen. Ah, nein, 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 nein! Toll. Tolle Toll, jetzt was. Bin ich ja aus Versehen geklettert. Nur ihn wieder hochklettern, weil mein Sklave oben geblieben ist, der schöne Dreierkämpfer. Manno. Und ich muss wieder hoch. Boah, jetzt ist es so dunkel. Wo ist er denn jetzt? Wenn ich den jetzt auch verliere.
weil ich so dumm da runtergesprungen bin. Dann drehe ich aber durch. Hallo? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo ist mein Sklavin? Oder ist der mit mir runtergefallen? Das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Heinrich der Löwe. Mein Dreierkämpfer ist weg. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich brauche Personal. Oh, da ist noch einer. Aber ich gucke da unten jetzt nochmal nach einem Dreierkämpfer. Hallo. Oh, da. Nee, du bist Utrecht. Du bist dumm. Hallo. Du willst nur deine dumme Bebbernburg haben. Nee, aber du bist ein guter Kämpfer. Aktuell gehört die Märchen. Bebbernburg. Nee, Märchen. Bebbernburg. Der junge Englische. Ja, König. Aber zumindest ist der tolle Dreierkämpfer, den ich hatte, weg. Ach, hier waren wir schon, ne? Scheiße. Bebbernburg. Bebbernburg. Es kann nicht alles gewesen sein. Bebbernburg? Bebbernburg. Bebbernburg? Ah, da hinten vielleicht noch was? Oh, hier geht's weiter. Ah. Da hinten läuft noch einer und da hinten rechts ist bestimmt auch noch was. Hallo, Heinrich, mein Name. Ja, hier sind auch noch welche bei mir. Ich habe hier ein ganzes Nest gefunden. Also ich habe hier erstmal drei. Ah, ich sehe dich. Ein Zweierkämpfer. Was seid ihr denn? Chimärischer Koch? Ich habe hier zwei Zweierkämpfer. Ja, ich auch. Aber und die vermöbeln mich gerade ganz schön. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Aua! Scheißendreck, Alter. Alter, ich kletter hier aufs Dach und schieß von oben auf euch runter. Nein! Oh, die Verblutung, ich bin nicht mehr. Ich bin aus dem Flow. Verdammt! Chimärischer Kämpfer, bla! Hoffentlich tötet nein, den Wichser. Kleiner Wichser! Ich kann ja Ausdauer mehr um meinen Bogen so spannen! Ha! K.O. geschossen, du Wichser! So, Utrecht, geht's dir gut? Gut genug. So, du stehst da unten. Dich knall ich von hier oben ab, du kleiner Wichser! Wie Heinrich so schön sagt. Wir hätten uns nicht trennen sollen. Nein. Hast du jetzt noch einen Mitarbeiter gefunden? Ein Kämpfer 2. Ja. Wir haben ja gerade nichts. Oh, ich schieß den gerade K.O. Komm ich hier nicht hoch oder was? Ich muss erstmal zu meiner Leiche. Alles gut. Und hoffentlich ist da nein noch. Oh, so. Der ist jetzt auch ohnmächtig. Ob das so gut ist, wenn der Schwanz so am Stein lang zwirbelt? Hängt davon ab, was du also gut bezeichnest. Aber hier ist auch ein. Hier ist ein Dreierbogenschütze. Also ich habe einen Zweierkämpfer und einen Dreierbogenschützen. Ja, ist gut. Dann hole ich nur meine Leiche und dann tüten wir die Leute ein. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas Interessantes drin ist in der Hütte. Ich hoffe nur, dass ich noch lebe, dass hier nein noch ist. Ach, der ist noch am Kämpfen. Ey, nein. Ach du Scheiße, der hat noch zwei Kämpfer vor sich. Wir brauchen mehr Stärkung. Wo seid ihr? Heinrich, wo bist du? Ja, über die Brücke oder was bist du nicht? Okay, scheiße. Über welche Brücke? Guck doch auf die Karte! Oh Gott, du bist ja ganz am anderen Ende. Ich versuche es zu dir zu kommen. Heinrich, ich komme. Heinrich!
Ich bin da! Super! Ich auch. Zum Knüppeln. Hallo, nein, nein. Ach nee, das zum Heilen. Nein, 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 kam hier gerade, ist hier gerade angelatscht gekommen und zwar mega cool. So, jetzt haben wir, was haben wir hier? Irgendwas Totes? Nein, alles noch am Leben hier. Hier, schnapp dir erstmal Nein, Nein, bitte. Ja, wo ist Nein, Nein? Ja, der steht hier direkt neben mir. Der guckt Utrid an. Folgen. So. So. Dann. Der hat alle K.O. gemacht hier, ne? Ach, der eine ist hier runtergefallen. Da unten liegt er, was immer das war. Bestimmt ein Dreier. Hier ist ein Zweierkämpfer. Aber warte, ich habe ja auch einen Zweierkämpfer und einen Dreier Bogenschützen gehabt. Ja, dann folge ich dir. Ja, ich hoffe, ich finde die jetzt auch. Weil ich jetzt so irgendwie planlos über die Brücken gelaufen bin. Oh, hier ist noch jemand. Dann warst du hier nicht. Nee. Zweierkämpfer. Ja. Da drüben ist auch einer, da warst du nicht. Nee, da war ich nicht. Es war irgendwie an der Hütte. Ich geh mal hier hingucken. Ja, ich folge dir. Da verschwinden die auch. Warte, hier. Hier ist der Dreierbogenschütze. Ja. Das heißt, hier müsste irgendwo der Zweierkämpfer. Hier lag der Zweierkämpfer. Ah, hier. Hier ist ein Dreier. Dreier ist eingepackt. Zweierkämpfer auch. Dann können wir ja. Zu den Pferden gehen. Zu den Pferden! Auf zu den Pferden! Und ich springe jetzt nicht nochmal runter, weil ich Angst habe, dass ich wieder wen verliere. Wo geht's hier raus? Ja, ich dachte, du weißt es. Also wir müssen irgendwie in der Mitte zu den Pferden. Also wir können auch versuchen, hier runter zu hüpfen. Ich will nicht hüpfen. Oh, hier ist noch ein neuer Mitarbeiter. Oh, hier geht's eigentlich. Hui. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die Pferde waren. In der Mitte des Sees. Ah, das ist eine gute Idee. Weil ich dachte mir auch, so Mitte des Sees findet man vergleichsweise leicht wieder. Ich hoffe, der ertrinkt mir jetzt hier nicht. Ach was. Er schluckt nur ein bisschen Wasser und dann ist das. Ups, der kann ein toter Mann machen. Haben wir noch Sternmetall oder sowas zu Hause? Ich glaube, ja. Aber mein Schwert ist fast kaputt. Kaputt! Kaputt! Aber wir müssen auch noch Schwefel abbauen. Also vielleicht machen wir noch ein bisschen Schwefelabbau in dieser Folge. Ah, fuck. Aufsetzen, Lasso in der Hand nehmen und anbinden, sobald du ihn auf dem Boden gefunden hast. Ah, gut, hab ich. Ja, ich nicht. Der ist hinter deinem Kollege. Ach, da, ich seh ihn. Ah! So. Er schwimmt auf dem Wasser. Ach, ist der süß. Meiner auch? Nee, meiner. Also bei mir schwimmen beide. Meiner hängt mit dem Kopf nach unten. Nee. Der, also ich weiß nicht, wie man das überleben soll, aber gut. Wir müssen genau in die andere Richtung. Los, neues Pferd, komm. Ich würde ja das Pferd Hottehü nennen an deiner Stelle. Ich finde Pferd eigentlich schon ganz gut. Ich finde Hottehü super. Aber lass es ruhig beim Pferd. So, hier muss irgendwo ein Pass sein. So wie es auf der Karte aussieht. Ah, hier sind ganz viele Gegner. Ein bisschen weiter links. Ah! Der doch, hier ist oben ist ein, hier ist ein Pfad. Ah, sehr gut. Also jetzt hier hoch. Oder nicht, das sah so aus. Ja doch, da oben rechts. Dann auch lang. Ich hätte jetzt hier gedacht. Hier. Ja, meine ich ja. Also, genau, meine ich ja mit oben rechts. War das nicht eindeutig? Ja, ich dachte erst, es wäre kein Pfad gewesen, weil hier so viele Steine liegen, aber. Ach so. Naja, passt schon. Mein Getreue steigt aber schnell auf hier, das Pferd. Ja, es liegt daran, weil der noch null gelevelt ist.
da geht das halt schneller. Ja! Jetzt wird's gleich wieder warm. Ich krieg einen steifen Arm, wenn er den so die ganze Zeit hält. Ach was, du bist stark. Kann man den nicht am Pferd festbinden, wie so im Western? Ja, so am Sattelknauf, ne? Wäre ja eigentlich ganz sinnvoll. Kriegst du einen lahmen Arm, ey. Sei froh, dass du nicht noch nebenbei laufen musst. Ja, aber ich würde mir auch, wenn ich das nicht am Sattelknauf festmachen würde, dann würde ich mir das wenigstens über die Schulter legen oder so. Ja. Hier sind Rhinos. Hallo, Rhinos. Ja, aber brauchen wir noch nicht, oder? Ich muss sowieso noch mal genau gucken. Wir haben jetzt so schnell mit der Aufnahme angefangen. Ich habe gar nicht genau geguckt, was wir noch alles brauchen. Wir haben jetzt seit über einer Woche nicht mehr gespielt. Ja, und jetzt sind es auch wieder angenehme Temperaturen. Ja, jetzt hat man auch wieder Lust zu spielen. Ja, weil wenn es so heiß ist, da hat man eher Bock auf ein kaltes Bier oder ein Eis oder... Aber nicht am Rechner zu sitzen, wo es dann noch wärmer wird. Richtig. Und man am Stuhl festklebt und schwitzt und irgendwie innerhalb kürzester Zeit in diesem Raum die Temperatur über 30 Grad steigt. Vielleicht sollte man auswandern. Wohin denn? Ah! Oh! Gut, dass du geschrien hast. Auch hier geht's aber links. Ist doch nicht tief hier. Das ist ein bisschen aua. Kann sie auch einstellen. Ja, kann man. Wohin willst du denn auswandern? Naja, vielleicht nicht auswandern, aber vielleicht noch mehr in den Norden. Also nach Ostfriesland? Ostfriesland, ja. Ja, das ist ganz nett, die Gegend, aber... Ist immer windig. Hast du mal Wind? Also wenn du nach Ostfriesland willst, dann weißt du hoffentlich schon die wichtigste norddeutsche Weisheit. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Jo, toll. Witzig. Oh, Heinrich hat abgekürzt. Ach, jetzt komme ich ja gar nicht rein. Nee, ich muss da noch neue Treppen hinsetzen. Ich habe die ja abgebaut. Und auf der anderen Seite sind auch keine Treppen. Doch, scheiße. Oh doch, da sind Treppen. Ja, habe ich hier gebaut. Habe ich gebaut, gehabt. Das war's, ja genau. Fiel mir ein, sehr ja. Gut. Habe ich extra gebaut. Dann muss ich mal noch hier die guten... Treppen machen. Genau, mach mal die Tür auf. Nee, lass die billigen. Wenn wieder irgendwie, dann kannst du sie abreißen. Soll ich den Bogen schützen? Ja, ne? Na gut. Achso. Netti. Ach, ich muss ja noch die Steinnasen hier benennen. Scheiße. Wie nenne ich euch denn? Tick, Trick und Track? Wo ich die Steinnasen gerade sehe, da fällt mir ein.
Was macht denn unsere Goldnase? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich will auch der gucken. Zeit haben wir 23 Goldklumpen bekommen, aber die braucht wieder Steine zum Futtern. Für eine Woche? Und das Eisen? Hat er auch produziert oder was? Nö. Lag da. Ich glaube, das hatte ich da so mal reingepackt, weil ich mir nicht sicher war, was der ist und so. Und da habe ich es dann wieder weggenommen. Also. Der braucht Stein, ja? Stein, ja. Ich habe nicht so viel, aber hier liegen noch 71. Das sollte ihn erstmal. Ja, also ich schätze mal, der hat einfach in der Zeit nicht so viel produziert, weil er zu wenig Steine hatte. Ja. Müssen wir später einfach nochmal. Wer nichts isst, der kann auch nichts kacken. Ja, ist richtig, ist richtig. Alles gut, aber so können wir nochmal hin und ein bisschen nochmal zwei Mitarbeiter holen. Achso, ich dachte, wir holen Schwefel. Das brauchen wir nämlich ganz dringend. Aber ich will Mitarbeiter. Nochmal Mitarbeiter. Ich muss mich erstmal entladen. Ja, sorry. Auf da oben so zu meckern, du Kamel. Außer müssen die Mitarbeiter doch eh wieder neu spawnen. Brauchen ein bisschen Zeit. Da gab's da noch welche? Ja, aber die brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Cool down. Ja, bis wir da sind, sind sie gespawnt. Da können wir uns dann schon die nächsten schnappen. Ja, chill mal. Ich geh schon mal vor und sondiere. Naja, geh mal vor und sondiere. So, erstmal wieder in die Mitte, Pferdchen wegbringen. Und ich wollte mir immer noch die lautlose Legionenrüstung bauen. Wolltest du mir nicht auch nochmal eine Rüstung bauen? Ja, auch die für die lautlose Legion. Okay. Hey, Pferd, kommst du mal her? Pferd. Dann laufe ich einfach weiter. Pferd. Dafür brauche ich Sternmetall, schwarzes Eis, alchemistische Grundsubstanz und gehärtetes Leder. Genau, und für gehärtetes Leder brauche ich Schwefel. Ja, wir können dann nächste Folge gehen. Gab's nicht so ein Dungeon, wo wir Schwefel... Dungeon, wir haben hier einen super Schwefelsee vor der Haustür und da ist auch noch ein schöner Boss. Ja, dann bauen wir nächstes Mal machen wir den Bossplatz, Schwefelsee und Stein für die Steinnasen. So. Ja, der kommt automatisch. Ja, siehste. Dann haben wir doch schon mal was für nächstes Mal machen. Ich habe gerade gesehen, als ich jetzt hier hingebeamt bin, ist einmal der Dings so aufgeleuchtet, der Obelisk, hat man bei dir gesehen. Da war so ein weißer Strahl, der nach oben ging. Hast du gar nicht gesehen, ne? Nee, ach, du bist schon wieder da. Ich bin schon da. Ich stelle jetzt nur noch meine Epona die dritte bei Pferd ab. Die dritte schon? Ja, die dritte. Wo ist sie denn? Alter, ich hab dir doch mit. Ey, geil, ich kann auf so einen Baum hochkraxeln. Wo ist mein Pferd? Oh. Habe ich dem nicht gesagt, dass es mir folgen? Ja, das steht war bei mir auch. Wieso schwert das steht da oben? Du musst da richtig ins Lager laufen, bis das Pferdchen kommt. Ist das nicht so ein bisschen feucht? Hast du keine Angst wegen Schimmel hier? Wenn hier sitzt, Braga? Guck mal, da aus dem Boden kommen Pilze. Das ist bestimmt nicht gesund. Ah, endlich ist das Pferd da. Wo steht denn dein Pferdchen? Dann können wir nämlich schön nebeneinander warten. Sind die nicht so alleine? Können sie sich hier, weil mein Pferd ist grau. Das könntest du vielleicht mit den Mauern verwechseln. Da, wo ich hüpfe, ist mein Pferd. Dreh dich mal um. Da bist du schon.
So. Also, dann gehen wir mal wieder hoch. Ne? Ja, ich überlege gerade, wo war es denn am besten? Ich glaube, da waren wir nicht irgendwie. Wo? Da? Da oben. Du läufst irgendwo hin und sagst da. Ich sehe nichts. Ich laufe jetzt einfach rum zum Eingang. Weil ich habe Angst, da. Wenn ich hier... Ich habe Angst, wenn ich hier irgendwo da, hochklettere, da, dass da. Ich dann voll in der Mitte von Idioten bin und die mich einfach totkloppen. Da, da, da. Ja, das war mal ein toller, großer Hit. Ach, da liegt noch eine Leiche. Wo? Da, da, da. Genau. Guck doch auf die Karte. Ja, ja, ja. Das habe ich dir vor 5 Minuten auch gesagt. Und? Am Arsch und. Ach, Zweierkämpfer. Nee. Brauchen wir nicht. Wir haben schon einen Zweierkämpfer. Brauchen einen Dreierkämpfer. Ach, du bist doch woanders, okay. So. Da haben wir ja noch Jungs. Was bist du für einer? Oh, Einser Bogenschütze. Ja, ich habe hier auch Einser, die habe ich gleich mal abgeschlachtet. Oh, hier war doch noch einer. Was bist du? Wo ist denn mein Messerchen? Ein Rüstung. Ah! Rüstungsmacher Stufe 3, aber den hatten wir ja schon. Jupp. Aua! Oh, hier sind ganz Aua. Viele. Tja. Beschütz mich, Utrid! Gemacht, Junge. Hallo? Wo bist du denn? Guck doch auf die Karte. Oh, du bist ja an einem ganz anderen Ende als wie ich. Ich bin jetzt nämlich wieder bei diesem großen Festungsding. Der jetzt hier einfach aufs Dach. Und schieße von hier oben runter. Graulotus-Trank. Brauchst du Pilze, ne? Wir haben mich gesehen. Oh, Geister. Aha. Bock, 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 bock. Kenn ich, glaube ich, schon. Oh, was nein. Du das gerade? Hast du hier gerade Bumm gemacht? Hat irgendwie gerade Bumm gemacht. War das ein Meteor? Keine Ahnung. Ah, du hast auch das große Bumm gehört, ja. Oder? Oh, da ist ein interessanter Gegner. Achso, was ist das hier für einer? Bogenschütze 2? Oh. Kämpfer 2? Ah, hier sind zu viele! Ich muss weg! Deswegen bin ich hier aufs Dach geklettert. Umdrehe und darüber laufe und dann nach links laufe, oder ich könnte einfach über die Zugbrücke da laufen, dann könnte ich ganz schnell bei dir sein. Ich weiß aber nicht, ob, wenn ich da einfach durchlaufe, ich folge hinter mir. Ah, der Kämpfer ist hier. Ich komme einfach mal. Alter. Ich hab wirklich gerade auf 6 gedrückt, um mich zu heilen, dann hat er mich umgenockt. Und ich hab noch 50% Leben gehabt. Naja. Schon wieder tot?
Ja. Der hält doch nichts aus hier. Ist doch kein Kämpfer. Ups. Wird nur einen benutzen. Bin bei deiner alten Leiche übrigens. Ach, die ist noch da? Ja. So. Ich glaube, ich höre die dabei Nein-Nein kämpfen. Ich helfe hier mal Nein-Nein, ne? Jojo. Und hoffe, dass ich dabei nicht sterbe. Jojo. Lass das mal so ein bisschen unsere Jungs machen. Ja, mach nicht den Heinrich. Es reicht, wenn wir einen Heinrich haben. Der andauernd stirbt, jo. Lauf hier einfach im Kreis ums Dach rum, während die da kloppen. Ey! Aua, 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 aua! Heil dich! Aua, aua! Oh, jetzt ist hier noch eine Trägerin. Ach, hier ist ja schon einer. Oh, hallo. Das ist ein chemischer Träger. Ich wollte gar nicht zu euch. Ach, da ist auch schon dieser einer. Dieser scheiß Schmied. Uhtred, mach doch mal was. Wo seid ihr denn? Bist du bei mir? Ja, ne? Du bist bei ja, mir. Ja. Wo liegt meine Leiche? Irgendwo ach, da. Hier, da. Ich bin wieder da. Aua! Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Uhtred, mach was! Das ist ein Dreierkämpfer. Dreier? Oh, der ist... Ja. Schnell Waffe wechseln. Waffe wechseln. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Autschen! Juhu, Dreierkämpfer und hey Kumpel. Wir folgen. Moment. So, ich muss mich erstmal organisieren, alles gut. Arme brauche ich nicht. Ach scheiße, ich sehe nichts. So. Fackel haben wir schon. Ich brauche irgendwas, Bein brauche ich nicht. Soll ich den Träger hier mal töten? Ja, kannst du machen. Hä? Aua! Kommt der denn jetzt auf einmal her? Was ist das für ein Honk? Zweier? Ja. Die Waffe sieht interessant aus, die er hat. Ups, du bist ja meiner. Ich bin doch gar nicht so weit, Jungs. Hört doch mal auf. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Ist ja kein Licht an, ja. Haha. Weiß nicht, ob das ein Zweier- oder Dreier-Bogenschütze ist. Wenn es ein Zweier-Bogenschütze ist, können wir den nehmen und hier verschwinden. Warte, ich gucke. Weil hier unten liegt ja irgendwo noch der Dreierkämpfer, ja, ja. Theoretisch. Zweier Bogenschützen, nimm mal. Oh, okay, dann suche ich nur noch hier den... Oh, hier ist ein Trüchen. Eine Truhe. Dann suche ich jetzt hier gerade noch mal den... Scheiße. Hör doch mal auf, die Waffe zu nehmen. Nimm doch mal... Ach, er kann ja nur Fackel oder... Ich habe das Emote Huhn gelernt. Und wo ist jetzt dieser Dreierkämpfer? Hier, der folge mir. Wo bist du? Da. Hier. Okay. Ich hüpfe. Ah, danke dir. Bitte sehr. Hier ist noch eine Tagebuchseite, da kannst du das Emote Huhn lernen. Ach so, habe ich das gedrückt? Ich sehe die nicht. Warte, ich sehe. Wo ist sie denn? Ach da. Kannte ich wahrscheinlich schon. Ah ne, doch nicht. Cool, habe ich nicht gesehen. Die Geister schon, so. Ja, ist ganz schön dunkel hier, finde ich ganz schön doof. Ist, ja.
taktischer Rückzug. Hier hinter sind... ja, da ist ein Ausgang und dann irgendwie rechts rum. Ja, machen wir, komm. Schnell machen. Halt, warte, irgendwie hab ich meinen Kämpfer nicht mitgenommen, weil ich nichts sehe. Oder weil ich gesprungen bin. Ey, diese Kackdunkelheit. Also hier am als Startort liegt der nicht mehr. Doch, hier, doch, der ist noch da. Ach, der ist im Boden. Nee. Da wurden wir gerade hier angezeigt. Oder war es der Zweier Bogenschütze? Geh weg hier. Nee, ich sehe ihn auch hier im Bogen, Boden. Aber jetzt scheint er hier angebunden zu sein. Ja? Jetzt sehe ich auch wieder was. Gut. Zumindest führe ich eine Leine hinter mir her. Ja, er folgt mir auch. Dann Abmarsch. Das reicht erstmal für Mitarbeiter. Ja. Für die nächsten Tage, ja. Ja. Aber ich finde, die Mitte des Sees ist ein guter Lagerplatz für die Pferde. Müssen wir zwar auch immer ein Stückchen hinlaufen, aber das lässt sich wenigstens gut merken und wiederfinden. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Break, ne? Bis zum nächsten Mal. Genau, dann geht's ab in den Schwefelsee. Genau. Den Schwefelsee haben wir, glaube ich, echt fast nie aufgenommen. Nee, ich glaube auch nicht. Wir waren am Anfang mal kurz da, haben Hallo gesagt, aber das war's auch. Ja, glaube ich auch. Gut, dann... Ja. Ach so, wo ist meine Leiche hier? Wo ich ihn gleich wiederfinde? Ja, deswegen habe ich den auch hier extra ein bisschen auf... aufs Trockene gezogen. Nein, nicht nein, nein. Habe ich den jetzt hier? Nee, ich glaube, du hast nichts angeleint. Ja, nein, nein, steht da im Weg. Wieder mal weg. Ist er denn? Wo ist er denn? Hier, links von mir. Ja. Weiter ein Stück geradeaus. Rechts. Zu weit. Nach rechts gucken. Müsste jetzt direkt rechts neben dir sein. Ach, da. Jetzt habe ich ihn. Okay. Okay, jetzt aber, würde ich sagen. Ja, dann reiten wir jetzt wieder zurück. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt natürlich auch Wünsche äußern, wenn ihr sagt, ach, mach doch mal das oder das. Nee, nächstes Mal nicht. Nächstes Mal machen wir nächstes Mal nicht. Aber also ihr könnt trotzdem gerne Wünsche äußern. Wir werden die nur halt nicht in der nächsten Folge schon berücksichtigen können. Ist das ja, so lieber? Ja, ja. Aber ich weiß, was schon kommen wird. Geht mal wieder zum Vulkan. Nein. Da möchte ich erst in den Frosttempel und noch ein bisschen bessere Ausrüstung und ich möchte meine meinen Mitarbeiter doch ein bisschen besser hochgelevelt haben. Genau, ich möchte Ersatzmitarbeiter haben, falls meiner verstirbt. Ja, da sind wir doch hier gerade dabei, Ersatzmitarbeiter zu rekrutieren. Ja. Na gut, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.